Da habe ich wirklich keine Chance. Oh. Oh. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Wir machen heute was ganz Besonderes und wir haben was ganz Besonderes zu verkünden. Und nein, Hella ist nicht schwanger und wir heiraten auch noch nicht, sondern... Hella, du darfst es verkünden. Ihr wisst ja, im letzten Jahr haben wir die Hella Gabbard Show gemacht. Show geben, und zwar Hella gegen Tom, das Farbduell. Und vielleicht kann man das schon erkennen, ich bin Team Blau und Hella ist Team Pink. Und ihr könnt selber entscheiden, in welchem Team ihr seid. Ich hoffe natürlich in meinem Team. Ich hoffe natürlich in meinem Team. Die Show wird am 21. Juli 2024 in der Niedersachsenhalle in Verden stattfinden. Tickets gibt's ab dem 24.03., also in weniger als 2 Wochen, über den Link in der Infobox ab 12 Uhr. Tragt's euch ein und jetzt geht's los mit dem richtigen Video. Wir haben jeder ein paar Kleinigkeiten vorbereitet, in denen wir gegeneinander antreten werden oder ein paar Überraschungen, die es im Video gibt. Wir haben uns schon passend angezogen. Es fehlt aber noch was. Hella, was hast du da eigentlich an den Füßen? Passende Socken? Sonst trägt Hella immer 2 verschiedene Paar Socken. Deshalb habe ich ihr nämlich neue Paar Socken besorgt in Pink. Barbie-Socken. Also, die sind eigentlich eher blau. Dann zieh dir deine Barbie-Socken mal an. Wundervoll. Ich habe nur eine, weil du die andere genommen hast. Ja, ich habe schon die andere an. Und als nächstes, Hella, du hast schon ein sehr schönes Zopfgummi. Aber natürlich, wie in den Farbvideos, die wir immer im Stall gedreht haben, musst du deine Haare färben. Und ich ausnahmsweise auch. Dafür müssen wir einmal rausgehen, glaube ich. Ich hab's auch nicht bekommen. Das hier ist blau und das bekomme ich in die Haare. Oh, nicht in mein sorry. Gesicht. Du sollst nicht mein Gesicht blau färben, meine Haare. Das tut mir leid, das war nicht beabsichtigt. Das sieht so gut aus bei dir. Okay, in deinem Gesicht musst du dir das nochmal wegmachen. Ich lasse es jetzt einfach mal. Was sagt ihr zu meinen Haaren? Sieht richtig gut aus. Sieht nur gut hinten aus. Fehlt noch ein bisschen. Hinten noch. Mega. Oh, ich hoffe, das geht schnell wieder raus. Sieht naja. So witzig aus. Jetzt ist erstmal Hella dran. Ich krieg halt so eine Nackenstarre, aber ich will das vom Pullover weghalten, weil der ist neu. Der ist neu? Okay, ich versuch's nicht den Pullover anzusprühen. Wow. Das hat und? Einfach genau dieselbe Farbe wie der Pulli. Echt? Wie ja. Cool! Das hat doch irgendwie echt Style. Ich könnte nur deine blauen Augen gebrauchen. Ah. Wir hätten mal noch so Kontaktlinsen kaufen sollen. Oh mein Gott, das wäre voll gruselig in Pink. Zum Glück haben wir das nicht gemacht. Jetzt ist es ja fast Oster, deshalb habe ich gedacht, wir färben mal ein paar Eier ein. Ich natürlich dann in Blau und Hella in... Pink. Hella hat schon die Farben in der Hand und die Eier liegen auf den Tellern. Genau. Jetzt darfst du dir die Handschuhe anziehen. Macht man das so? Ja. Okay. Ich habe die Anleitung durchgelesen. Ich habe lange keine Eier mehr gefärbt. Lege das einfach in meine Hand und drehe das so. Wow. Voll easy. Jetzt bist du dran. Farbe auf den Handschuh und Ei in die Hand. Das ist auf jeden Fall blau. Für eine Challenge, die ich heute vorbereitet habe, brauchen wir gefärbte Tischtennisbälle. Und die okay. werden wir jetzt versuchen zu färben. Ich habe oh keine nein, Ahnung. Tom, ich bin total schlecht im Tischtennis. Tja, ich bin gespannt, ob das genauso funktioniert wie mit einem Ei. Ja, das geht auch gut. Jetzt haben wir schon mal einen blauen Tischtennisball. Und jetzt brauchen wir noch einen pinken. Jetzt lassen wir das Ganze erstmal trocknen und dann werden wir das Ei essen. Juhu! Ich habe nämlich auch noch nichts gefrühstückt. Die Eier sind getrocknet. Also wie man sehen kann, Toms Ei ist irgendwie leicht grünlich geworden. Das ist meins ja komplett ist, grün. Meins ist pink. Jetzt ist die Challenge. Wer kriegt das Ei, ohne es zu berühren, besser aufgeschlagen und aufgegessen? Das kann ich gut. Also, auf die Plätze, fertig, los! Du hast mich verarscht. Was ist das? Das ist gefühlt auch ein Tischtennisball. Wann hast du den gefärbt? Das habe ich schon heute Morgen gemacht. Dann esse ich halt jetzt dein Ei. Aber dann lass uns jetzt weitermachen mit der nächsten Challenge. Da gibt es wirklich was zu essen für dich. Aber ich dachte, wir machen Challenges und nicht verarschen. Ich hoffe, jetzt gibt es aber mal was Vernünftiges zu essen. Ich habe richtig Hunger. Ich habe uns Nudeln eingefärbt. Das sind deine in Blau. Und meine sind natürlich pink. Und das ist jetzt wirklich ein Schnellessen-Contest. Nicht, dass das jetzt wieder irgendwie richtig eklig schmeckt und deins gut. Nein. Auf die Plätze, fertig, los. Was ist das? Wackelpudding? Das ist mir richtig eklig.
Nee, ich verliere. Also ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt heute. Wir essen ja super schnell, Herr. Wow. Also ich würde sagen, die Challenge haben wir beide verloren. Da müssen wir bis zur Show auf jeden Fall noch mal ein bisschen üben. Aber das sollte auch ein halber Prank sein. Warum? Ich dachte, bei Nudeln denkst du dann an Nudeln und das sind Vanillenudeln. Lecker. Das sind Vanillenudeln, ja, so schmeckt es auch irgendwie. Heller versucht mich heute nur zu pranken. Jetzt haben wir auch unseren Mund gefärbt. Das war nur die Vorbereitung fürs Video die ganze Zeit. Also wenn du nicht mal was Vernünftiges vorbereitet hast, dann zeige ich dir jetzt, was ich in Pink eingekauft habe für dich. Okay. Ich habe es nämlich gut gemeint. Ich dachte so, wir kaufen jetzt coole Sachen ein. Und zwar habe ich ein Barbie-Getränk irgendwas eingekauft. Was ist das denn? Barbie Reveal. Keine Ahnung, was das ist, aber hier oben ist eine Flüssigkeit das drin. Das sieht so cool aus. Und das musst du jetzt probieren. So. Hä? Was ist das denn? Hier sind irgendwie ganz viele Überraschungen drin. Aber das ist ja mega cool. Also, es sieht cool aus, aber ich glaube, es wird nicht gut schmecken. Prost. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist safe einfach nicht zum Trinken da. Doch. Sicher, dass man das trinken soll. Da ist ja nicht aus Spaß ein Strohhalm dabei. Mann. Man bekommt diesen Strohhalm nicht raus. Ich schwör's dir. Außer die eigene Spucke. Da geht nichts durch. Mit diesem Strohhalm geht das wirklich nicht. Ich hole jetzt einen vernünftigen Strohhalm. Das ist echt ein Fake-Strohhalm. Wir hätten halt auch mal darauf achten können, dass das hier innen einfach hohl ist. Kein Wunder, dass da nichts durchkommt. Das ist hier einfach hohl. Ich glaube, das ist nicht zum Trinken, Tom. Bitte schau noch einmal nach. Man muss diesen Strohhalm da ganz durchhauen und dann läuft das so runter. Die Spielsachen müssen wir erst rausnehmen. Tom, das ist Schleim. Du wolltest, dass ich Schleim trinke? Das wäre fast schief. Du wolltest mich vergiften? Hier sind nämlich so Fake-Eiswürfel drin. Das ist ein Fake-Getränk. Also wie ihr sehen könnt, wir spielen hier auf jeden Fall mit ganz fairen Bedingungen. Mal gucken, was hier drin ist. Das hier ist heller als Barbie heute. Wir haben jetzt den Eiswürfel reingetan und einmal durchgestochen. Und da ist echt einfach Schleim drin. Weiter geht's. Hella hat hier was hinter ihrem Rücken. Ich hoffe, was Besseres als das, was wir bisher hatten. Ich habe uns gestern beim Einkaufen was besorgt. Und zwar diese Schildkröten. Schildkröten? Du hast eine blaue und ich habe eine pinke Schildkröte. Und jetzt setzen wir die zweimal ins Wasser und schauen, welche schneller ist. Oh mein Gott, meine Schildkröte bewegt sich schon. Ja. Wieso bewegt sich deine nicht? Weil du hier drauf gedrückt hast, auf die Knöpfe. Ach so, okay. Also, ich habe hier jetzt schon mal ein Becken vorbereitet. Ja. Wir setzen dich hier ganz am Rand rein. Okay. Und das Ziel ist, da anzukommen. Okay. Und die Schildkröte, die als erstes ankommt, gewinnt? Genau. Okay. Okay, wir setzen dich schon mal rein. Auf die Plätze. Fertig. Okay. Los. Ja. Ja. Yes. Yes. Was? Das war's schon? Nein, meine zieht richtig durch. Wieso schon deine noch mal? Hä? Was macht meine? Was ist mit meiner los? Meine schon gar nicht mehr, ich muss hier drauf drücken. Hallo, das darfst du nicht. Wir müssen jetzt abwarten. Ich glaube, die sind dafür gemacht, dass die im Kreis schwimmen und nicht die ganze Zeit von A nach B. Ich glaube, die werden heute nicht mehr ankommen. Doch. Jetzt schwimmt sie schon wieder zurück und meine schwimmt die ganze Zeit. Okay, wir sagen, wir dürfen die ab der Mitte nochmal neu positionieren. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Hä, was macht meine halt? Ja, komm, ans Ziel. Komm, nein, nicht drehen, nicht drehen. Du schwimmst in die falsche Richtung. Ja, 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 komm schon, ja, ja. Ja, ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Ich hab das Schildkrötenrennen gewonnen. Das war einfach nur Glück, Hella. Ein Punkt für Tom, juhu. Als nächstes werden wir Stadt-Land-Vollpfosten spielen. Das kannst du bestimmt gut. Total. Ja. Mal sehen, wer der größere Vollpfosten ist von uns beiden. Ich nicht. Und das hier ist auf jeden Fall eine Girls Edition. Das heißt, Hella hat hier auf jeden Fall die größere Chance und in Pink passend zu Hellas Outfit. Wir haben jetzt beide einen Zettel vor uns liegen und Hella, lies mal die Kategorien vor. Stadt, Land, Fluss, Kosmetikprodukt, Farbe, im Meer, im Klassenzimmer, Eissorte. Gut. Ah. Stopp. X. Ja, X, Leute, X. Welche Stadt fängt mit X an? Okay, nochmal. Telefon. A. Stopp. K. Okay. Okay, ich sag jetzt einfach mal Stopp. Jetzt gucken wir mal, was wir haben. Also bei Stadt habe ich Kapstadt. Kopenhagen. Okay, 10 Punkte für beide. Dann Land, Kenia. Das habe ich auch. 5 Punkte. Fluss habe ich nichts. Ist mir nichts eingefallen. Kosmetikprodukt. Ist mir nichts eingefallen. Wie kann das sein? Ich habe Kokosmilch. Das ist kein Kosmetikprodukt. Kokosöl meine ich, Kokosöl.
Das ist auch kein Kosmetikprodukt. Doch. Nein. Okay, dann nicht. Farbe? Ist mir nichts eingefallen. Ich habe Korall als Farbe. Ja. 20 Punkte. Was gibt's im Meer? Korallen. Krebs. Was hast du? Krebs, ja. Das ist natürlich cool mit Korallen. Im Klassenzimmer? Mir ist nichts eingefallen und dann habe ich aber geschrieben Kevin. Ja, Kevin ist bestimmt im Klassenzimmer. Und Kreide. Ah, das war gut. Zu guter Letzt, Eissorte. Ich habe geschrieben Kokos. Das ist eingefallen. Cornflake, also das zählt nicht. 95 Punkte. Hella hat 35. 95 zu 35. Das ist so frech. Noch ein Punkt für Team Blau. 2 zu 0. Was kommt jetzt? Wieder eine Verarsche? Nein. Okay. Die nächste Challenge wird sein, wer kann die größere Kaugummiblase machen von uns? Okay, das ist nice. Das ist nice, Leute. Also ich sag dir jetzt schon mal, ich bin richtig gut da drin. Ich bin auch richtig gut da drin. Meins ist mit Melone, Erdbeere und Blaubeergeschmack. Meins habe ich einfach schon abgerissen. Da steht einfach nur drauf, mega lang. Wie viel isst du davon jetzt? Oh, den nice. Ganzen. Das hier ist das Beste. Oh Gott, das ist so viel. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Mhm. Man kann ja keine Blase machen. Noch mehr? Und bevor ich vergesse zu sagen, jeder von uns hat nur einen Versuch. Wir machen das gleich 3, 2, 1 und dann pusten wir. Mach deine, Mann! Meine war richtig groß! Und ich hab extra gewartet. Die war wirklich groß. Okay, jetzt komm ich. Ich würde sagen, dieser Punkt geht an mich, Team Pink. Oh Mann, das war ja so schlecht. Bevor es jetzt weitergeht zur nächsten Challenge, werden wir erstmal ein paar Lebensmittel testen in Pink und Blau. Ich habe Pink eingekauft, Hella Blaue und die probieren wir jetzt mal. Wir haben ja gerade mit Kaugummi aufgehört und da geht es auch weiter. Ich habe nämlich das Gefühl, längste Kaugummi der Welt gekauft. Was in Pink. Das denn? Das war runtergesetzt, hat nur 55 Cent gekostet und deswegen musste ich es einfach mitnehmen. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt rauskommt aus dieser Schlange. Ja. Erstmal gar nichts und jetzt... Das ist doch nicht pink! Das ist wirklich nicht pink. Das ist gar nicht pink. Das ist ja wirklich ein Mega-Fail. Naja, dann bin ich mal gespannt, was Hella eingepackt hat, so wie sie lacht. Ja, also ich habe hier hinter meinem Rücken schon was versteckt. Und als ich das im Regal gesehen habe, musste ich einfach so an dich denken. Eine blaue Toilette. Dann mache ich die Toilette mal auf. Und hier ist irgendwie so Brausepulver drin. Jetzt nehme ich mir hier mal einen Lolli raus. Erst anlecken. Und dann in die Toilette rein. Also falls sich noch mal jemand fragt, Tom, ob du schon mal aus der Toilette gegessen hast, dann kannst du das jetzt mit Ja beantworten. Schmeckt nach. Sven. Es ist einfach ein saures Puder, was da drin ist, aber ich mag sauer. Ich mag auch sauer und zwar bin ich jetzt gleich sauer, wenn du dich nicht mal ein bisschen beeilst. Es geht weiter mit dem nächsten Lebensmittel und zwar das hier. Was ist das? Das ist eine Himbeere. Ich glaube eher eine Brombeere oder Blaubeere. Ja, das könnte auch gut sein. Und die soll ich mir jetzt im Mund sprühen? Ja. Sauer. Aber deine Zunge ist schön blau. Ich dachte, das wäre einfach nur sauer. Ah, das war lecker. Dann würde ich sagen, wir machen weiter mit der nächsten Challenge. Und okay. Zwar ist es eine sehr schwierige für dich. Mhm. Wieso für mich? Für mich wird sie ganz leicht sein. Warte ab. Ich habe nachher das große Finale vorbereitet. Das wird easy für mich. Oh Gott, da habe ich jetzt schon Angst. Naja, ich hole das Ganze mal her. Mhm. Und zwar machen wir jetzt Hula Hop. Du hast den blauen und ich habe den pinken. Da habe ich wirklich keine Chance. Wessen Hula Hop Reifen am schnellsten unten ist, der hat verloren. Auf die Plätze, fertig, los. Es war gleichzeitig. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ja. Ein weiterer Punkt für mein Team. Team Pink. Und damit steht es 2-2. Wir müssen jetzt die Location wechseln für die vorletzte Challenge. Und da geht es jetzt darum, ernst zu bleiben. Und ich weiß, dass Hella das nicht so gut kann. Deswegen habe ich gute Chancen. Wir sind schon an der Location angekommen. Hella, du darfst nicht mehr lachen. Wo gleich das große Finale stattfinden wird. Und zwar hinter uns. Aber vorher kommt noch eine kleine Challenge. Und dabei geht es darum, nicht zu lachen. Hella, kannst du das? Ja. Ja. Das kann ich gut hin. Ja.
Okay, dafür werden uns nämlich Witze vorgelesen und dafür werden wir blaues Wasser in den Mund nehmen. Also das Wasser ganz ist richtig. Kurz, richtig. Das denkst du. Ich habe mir nämlich überlegt, ich darf dich damit und du darfst mich damit anspucken. Oh nee, das ist ja noch schlimmer. Ich dachte schon, das wäre schlimm. Deswegen habe ich extra nämlich Tüten besorgt, damit wir nicht nass werden. So, dann zieh du mal die Tüte an. Gab's keine mehr in Pink? Nee, aber ich habe eine Idee. Warte kurz. Ich habe mich noch nie so schön gefühlt wie in diesem Video. Und damit deine auch pink wird. Ah! Oh mein Gott! Machen wir dir mal schnell einen pinken Punkt auf die Mitte. Super! Ich habe hier übrigens Powerade Zero. Ich habe The Spring Edition. Gut. Jetzt probieren wir erstmal. Prost! Ja, schmeckt sehr süß. Mein schmeckt nice. Verloren hat der, der als erstes lacht. Also es gibt nur eine Chance. Sobald man irgendwas ausgespuckt hat, ist die Challenge zu Ende und dann geht's zum Finale. Dann kann es losgehen mit dem ersten Flachwitz. Habe gerade beim Brötchen angerufen. War belegt. Egal, wie gut du schläfst. Albert schläft wie Einstein. Habe meinen Mathelehrer angerufen. Damit hat er nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Naja, Punkt für Team Blau. Es steht 3-2. Also jetzt muss Hella gewinnen, damit sie es noch ausgleichen kann. Gut, dass wir diese Tüten dann hatten. Ich habe hier zwar was an Ärmel bekommen, aber das hier... So, wir sind wieder trocken, beziehungsweise haben einfach nur die Müllsäcke ausgezogen. Und jetzt geht's zum großen Finale. Und das habe ich vorbereitet. Und das kommt, glaube ich, der Show jetzt schon mal am nächsten. Auch wenn es noch lange nicht das ist, was wir in der Show machen werden. Aber seid gespannt für das große Finale. Bist du bereit? Ja. Ich glaube nicht. Oh. Es steht 3-2 für mich. Das heißt, du musst jetzt gewinnen. Das genau. Finale findet hinter uns statt. Deswegen gehen wir jetzt mal rein. Oh, was ist das denn? Ja. Luftballons? Luftballons. Warum ist da nur ein pinker und so viele blaue? Das wirst du gleich sehen. Ich werde dir nämlich das jetzt alles mal erklären hier. Mhm. Und das hier sind die Tischtennisbälle. Ja, die wir heute Morgen gefärbt haben. Ich habe aber tatsächlich welche gekauft, die auch in pink und blau sind. Die Challenge sieht nämlich so aus. Es ist ein Parcours. Der Parcours geht hier los. Und zwar haben wir hier einen Strohhalm, extra keinen normalen Strohhalm, sondern ein bisschen anders geformt. Okay. Und das Ziel ist es, mit dem Strohhalm den Tischtennisball in das Tor reinzupusten. Wenn der Ball da hinten runterfällt, musst du wieder von vorne anfangen. Wenn der runterfällt? Ja, wenn der also runterfällt. Also der muss hier stehen bleiben? Nein, wenn er daneben geht. Ach so, okay. Dann. Also der muss hier durchrollen einfach? Ja, genau. Okay. Wenn du das geschafft hast, geht's weiter. Aufs Skateboard. Okay. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wo lang es geht. Die Linie entlang gefahren? Ja, Slalom. Durch die Hütchen durch. Und wie muss man das machen? Muss man darauf stehen oder kann man sich auch hinsetzen? Probier es mal aus, aber sei vorsichtig. So oder was? Ja. Also ein Fuß muss immer mindestens drauf sein. Wie soll man dann hier rumkommen? Ja, dann musst du das hinten ein bisschen drauf treten. So, genau, dann drehst du das und fährst weiter. Wenn du das in dem Tempo machst, verlierst du auf jeden Fall. Hallo, aber ich könnte mich theoretisch ja auch einfach draufsetzen. Kann sich auch draufsetzen. Ist ja egal, wie man es macht. Ja, das ist ganz egal. Danke für den Tipp übrigens, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Und wenn du dann hier im Ziel angekommen bist, dann liegen hier zwei Nerf Guns. Eine kleine und eine große. Die Person, die als erstes hier ist, darf sich die Nerf Gun aussuchen, die kleine oder die große. Ich habe ein bisschen gebastelt und habe die Patronen etwas spitz gemacht. Hallo? Damit man damit... Ich weiß gar nicht, wie das geht. So? Ja, vorne rein. So, dann ziehst du hinten zum Laden. Genau. Du kannst ja mal auf den untersten Luftballon hier zielen. Ja. Du merkst schon, die kleine Nerf Gun hat nicht so viel Power, deswegen ist es natürlich das Ziel, die große zu nehmen. So. Ja. Jo! Wow. Okay. Ja, damit geht es auf jeden Fall ein bisschen besser. Die Person, die als erstes hier ist, darf sich die Nerf Gun aussuchen. Okay. So, aber du hast ja gefragt, warum hängen hier jetzt so viele Luftballons? Das Ziel ist es, den pinken Luftballon zu treffen. Wenn du den triffst, hast du gewonnen. Wenn du einen blauen triffst, hast du verloren. Das heißt, man muss sich konzentrieren. Ja, das ist mega cool, was du dir hier ausgedacht hast. Dann lass uns starten, würde ich sagen. Du glaubst, damit ist das zu Ende, oder was? Was kommt denn noch? Das? Ja, das. Was ist das denn? Stopp. Es gibt natürlich, wie auch in der Show, am Ende eine Strafe für den Verlierer. Und ich habe mir heute sogar noch eine kleine Belohnung für den Gewinner ausgedacht und mitgebracht. Und du darfst mal die Decke etwas anheben. Sieht aus wie so ein Tier oder so. Tada! Cool!
Es ist eine Piñata. Eine Piñata für den Gewinner. Ja. Und da sind Süßigkeiten drin? Ja. Der Gewinner darf am Ende mit diesem Baseballschläger. Nein, du hast den auch noch so gefärbt. In pink und blau. Die Piñata kaputt hauen und alles behalten, was da drin ist. Der Verlierer wird mit 100 Wasserbomben abgeworfen. Als wenn, das dafür ist richtig schlecht. Hat der Gewinner 30 Sekunden Zeit, so viele Wasserbomben zu werfen, wie er kann. Tom, das ist so frech, ganz kurz. Wenn ich hier gewinne, dann ist es unentschieden. Ganz ehrlich, ich streich die Lach-Challenge. Da hatte ich eh vorher schon gewonnen und du gar keine Chance. Deshalb steht es jetzt wieder 2-2 und der hier gewinnt, hat alles gewonnen. Bei der Show nehme ich es allerdings ein bisschen ernster, also mach dich auf was gefasst. Ich habe halt Angst, ehrlich gesagt, und habe das Gefühl, du gehst schon davon aus, dass du gewinnen wirst. Und ich werde komplett nass mit so vielen Wasserbomben hier gleich abgeschmissen. Das werden wir sehen. Kommen. Hast du die Regeln verstanden? Ich glaube schon. Okay, dann lass uns mal hinter den Tisch stellen und dann kann es jetzt losgehen mit dem Finale. Wer jetzt gewinnt, drückt ist der Gewinner des Tages. Also Team Blau gegen Team Pink. Drückt so. Mir die Daumen, Leute. Nein, mir. Nein, mir. Okay, du brauchst es mehr als ich. Gut. Danke. Seid ihr bereit? Oder bist du bereit? Ich bin bereit. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ja! Scheiße! Einer ist durch, okay. Ella, wo bleibst du? Leute, ich nehme freiwillig die kleine Waffe. Okay. So. Ja! Wuhu! Das Farbduell 2024. Die erste Runde geht wohl an Tom. Team Blau hat gewonnen, Leute. Und wenn ihr für mich sein wollt, dann zieht bei der Show einfach blaue Klamotten an. Dann weiß ich nämlich, dass ihr in Team Blau seid. Also jetzt kann es ja nur noch so werden, dass ich bei der richtigen Show gewinne. Weißt du, wenn die Generalprobe so schlecht war wie heute, dann kann ich ja nur noch gewinnen. Hier. Hella will schon wegrennen, denn jetzt kommt natürlich erstmal für den Gewinner, und zwar mich. Ich darf die Piñata zerhauen. Okay, auf die Plätze, fertig, go! Okay. Wieso treffe ich nicht? Oh! Ja! War das anstrengend. Oh, vor allen Dingen, ich schmecke jetzt diese ganze Farbe aus meinen Haaren. Das ist die Piñata. Wieso isst du eigentlich mein Gewinn? Weil das der Gewinn ist, den du da selber reingetan hast. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zur Strafe. Hella! 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 Stopp! Aber ich sag euch eins, zur echten Show, da werde ich mir eine viel schlimmere Bestrafung überlegen. Und dann werde ich gewinnen. Solche Wasserbomben, Leute. Ja, das wäre wirklich witzig. Ja, aber nein, ich habe schon was anderes im Kopf. Ich habe noch nie diese Teile benutzt. Das sind einfach so ganz viele Ballons auf einmal. Die muss man nicht mal knoten, die muss man nicht alle einzeln machen, sondern einfach hier draufhalten und dann... Oh, das läuft ein bisschen über, aber... Ich glaube, jetzt mache ich einfach nur so. Warte, jetzt kommt alles wieder raus. Wie funktioniert das? Erste Schüssel Wasserbomben ist fertig. Weiter geht's. Oh, was machst du? Ja, es geht nicht anders. So gehört das. Wie dafür gemacht. Ich würde sagen, wir gehen mal lieber raus, damit es hier drin nicht so nass wird. Komm mal mit. Das eine ist,
wenn es Hochsommer ist und es warm ist draußen und du dann mit Wasserbomben abgeschmissen wirst. Das andere ist, wenn es einfach gefühlt minus 30 Grad sind und man hier steht und sich so denkt, man friert eh schon und jetzt noch mit Wasser komplett klitschnass gemacht wird. Und wenn es andersrum wäre, dann würdest du lachen. Ja, also stell dich jetzt hier hin und los geht's. Hella, bist du bereit? Nein! Okay, ich starte den Timer in 3, oh, Scheiße, du musst weiter weg. 2, 1 und los geht's. Nein! Nicht mehr. Komm wieder zurück. Lauf, lauf, lauf. Der Timer ist zu Ende, Hella. Wie fandest du es? Super, super. Es sind toll. Irgendwie voll viele Heile geblieben. Ich glaube, da war nicht genug Wasser drin. Tat das weh? Ja, das hat richtig weh. Ups. Soll ich dich mal kurz abwerfen? Mit einer nur. Ciao, das ist die Folge. Nochmal. Also Leute, bei mir will das einfach nicht. Ich habe einen Magneten, der dagegen hält einfach. Aber vielleicht bei der Show, Leute. Schaut bei den Tickets vorbei. Ich hoffe, dass ganz viele von euch kommen werden. Wir freuen uns auf euch. Ich habe so fetten blauen Fleck hier. Och Mensch, und der blaue Fleck ist bis dahin hoffentlich wieder weg. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für diese blöde Aktion. Und abonnieren nicht vergessen. Und hoffentlich sehen wir uns bei der Show in live. Tschüss. Tschüss.